Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen hier bei Erlebnis Alsfeld TV. Ob Sie aus Alsfeld oder aus dem restlichen Vogelsberg zugeschaltet haben, ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar sind wir immer noch alle in Quarantäne. Das Kontaktverbot ist immer noch nicht gelockert worden. Und da haben wir uns überlegt, was kann man denn machen? Gebackt haben wir schon mit Birgit Günther und jetzt haben wir mal gedacht, wir gucken uns mal wieder das Buch an. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das Johanna Mildner vom Lesenswert aus Alsfeld. Hallo Johanna. Hallo Till, schön, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich, dass du da bist. Mhm. Wenn man hier schon so auf den Tisch guckt, du hast ganz, ganz viel mitgebracht. Was hast du denn hier alles dabei? Ja, ich habe mich, als du mich gefragt hast, ob ich vorbeikommen will und was vorstellen möchte und wir uns unterhalten wollen, habe ich überlegt, bin so durch den Laden gelaufen und habe von allem was mitgenommen. Von allem? Also ja, also aus jeder Ecke habe ich was gefunden, damit für jeden was dabei ist. Wir haben uns nämlich überlegt, wir stellen heute mal ein paar Bücher vor, die man, wenn man gerade in der Quarantäne zu Hause sitzt, unbedingt mal gelesen haben muss. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, ich frage jetzt einfach mal, ich zum Beispiel bin ein riesiger Krimi-Fan. Was muss ich denn jetzt gelesen haben, wenn ich die Zeit habe an Krimis? Und da hast du mich schon erwischt, Till. Weil wer mich kennt, und ich gebe das auch unumwunden zu, ich lese keine Krimis, weil ich mir unglaublich in die Hose mache, wenn ich manche Titel schon sehe. Aber ich habe trotzdem zwei mitgebracht und die hat mir die Barbara Möser empfohlen. Die, meine Kollegin, die steht gerade im Buchladen, weil ich ja hier bin. Fleißig. Ja. Und ich habe zwei Krimis mitgebracht. Einmal den... Ich fange mal vielleicht anders an. Einmal den Wohlfühlurlaubs-klassischer Agatha Christie-Krimi, so ist es. Und dann den etwas düsteren, etwas brutaleren, etwas aber auch gesellschaftskritischeren Thriller, der in Amerika bzw. in Mexiko beginnt, spielt. Fangen wir doch mal mit dem, weil du ihn gerade in der Hand hast. Ja. Ich sehe schon den Titel American Dirt, richtig. Amerikanischer Dreck. Was muss ich mir darunter vorstellen? Worum geht's da? Da ich tatsächlich gar nicht so viel davon verraten darf, weil es dann schon gleich richtig losgeht. Es beginnt, sagen wir mal tatsächlich mit einem richtigen Gemetzel. Die Buchhändlerfamilie, es geht um eine mexikanische Buchhändlerin, deren gesamte Familie von einem Drogenkartell quasi eliminiert wird. Mhm. Sie selber hat Glück gehabt und ihr 8-jähriger Sohn auch. Ihr Mann war Journalist und hat eben über dieses Drogenkartell gesprochen und geschrieben und recherchiert und das war ihnen natürlich überhaupt nicht recht und deswegen musste die Familie dran glauben. Die beiden sind jetzt übrig und versuchen natürlich holterdiepolter das Land zu verlassen und sie springen auf den Zug auf, sie bewaffnet sich, sie versucht ihren Sohn zu retten und was zu retten ist, sie versuchen eben in die USA zu flüchten. Und was da passiert, also das geht wirklich mit einem Paukenschlag los und es ist, Barbara sagte, boah, ich musste immer weiterlesen, weil ich wissen wollte, was passiert weiter. Sie treffen noch zwei andere junge Frauen, die auch auf dem Zug sind, deren Geschichte wird auch erzählt, warum sie auf der Flucht sind. Natürlich ist das mehr als gesellschaftskritisch, was gerade auch da passiert in Mexiko und gerade an der Grenze. Und ja, es steht hier so schön Roman, aber ich glaube, es ist ein tolles Zwischending zwischen Thriller, Krimi, Gesellschaftsroman. Also jetzt nicht so leichte Kost, sondern wirklich eher was einen auch vielleicht mitnimmt. Nimmt einen schon ganz schön mit. Sie hat auch gesagt, es hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Ja. Okay, und wenn ich jetzt, hast du noch was Krimi-mäßiges, was mich jetzt vielleicht nicht so, wenn ich sage, mir wäre das vielleicht sogar schon zu hart? Ja, dann würde ich die Reise nach Capri vorschlagen. Das ist eine neue Reihe. Das ist eine neue Reihe um einen Kommissar, der auf Capri lebt, ein junger Kommissar. Und der quasi jetzt seinen ersten Mordfall aufklären muss. Dann kriegt er noch an die Seite gestellt eine Kollegin aus Norditalien. Die beiden mögen sich erstmal gar nicht, hat so seine Gründe, das wird man ja dann auch erfahren. Aber nebenbei erfährt man natürlich nicht nur den Fall, wie er aufgeklärt wird, wie ermittelt wird, sondern eben kriegt noch eine gehörige Portion Land und Leute mit, wie es auf Capri so ist. Und diejenigen, die die Bretagne-Krimis oder die Normandie-Krimis oder die Portugal-Krimis lieben und mögen, die sind damit bestens beraten und werden damit, glaube ich, auch gutes Vergnügen haben. Also ein bisschen leichtere Kurs. Ja, das ist auch was ich lesen würde. Ja, macht dir das Titelbild keine Angst? Nö, das finde ich, das sieht ganz angenehm aus. Wobei, ich meine, so tosendes Wasser mit so einer kleinen Springflut,
Kann ja gefährlich sein. Ja, sieht aber ein bisschen aus wie Urlaub. Ne? Genau. Und da wir das jetzt alle gerade nicht haben, finde ich, kann man das ja vielleicht ganz gut mal lesen. Ja, also ja. Für alle, die Urlaub machen wollen, aber ja. Nicht weg können, die Reise nach Capri? Nein. Mitten im August. Der Capri-Krimi. Capri-Krimi. Ja. Okay. Haben wir auch irgendwas, wo jetzt vielleicht nicht Leichen in der Nähe vorkommen? Vielleicht irgendwas, mal was Positiveres oder was Schöneres, Lockeres? Um was Krimi-ähnliches damit anzuschließen, es ist aber keine Leiche, es sind nur verschwundene Kinder, was schlimm genug ist. Jetzt habe ich mein Papa, der liest auch immer sehr, sehr viel für uns und manche Sachen schaffen wir auch gar nicht zu lesen. Und er hat jetzt gerade als letztes das hier gelesen. Die Detektive vom Wood Bazaar von einer Inderin, die Deepa Anapara. Im Prinzip ist es ist aus der Sicht eines 8-jährigen, 9-jährigen Kindes geschrieben. Und der lebt in einem Slum in Nordindien. Und er und seine zwei Freunde, Mädchen und Junge noch, die versuchen, das Rätsel um die verschwundenen Kinder aufzuklären. Weil da passiert es nämlich so, dass ein Klassenkamerad verloren geht und einfach nicht mehr wieder auftaucht. Und dann denken die sich, da stimmt was nicht. Der ist vielleicht entführt oder Schlimmeres. Und du erfährst darin unglaublich viel über Indien. Die Klassenunterschiede, die Religionsunterschiede, natürlich die unglaubliche Armut, die da herrscht. Und dadurch, dass es aber aus der Sicht eines Kindes geschrieben ist, ist da natürlich nochmal ein bisschen so diese kindliche Sicht. Die merken ja gar nicht, dass es ihnen so schlecht geht. Die wissen zwar, dass es Leute gibt, denen geht es besser. Ja, aber sie erleben ja den Tag so, wie sie ihn erleben. Und das ist ja das pralle Leben. Und so, das sieht so tatsächlich auch wie das pralle Leben aus, mit diesen bunten Farben. Es sieht so ein bisschen wie so ein Holi-Festival genau, fast schon aus. Genau, das ist ja das. Mein Vater sagte so schön, das ist ein bisschen wie für Freunde, aber eben für Erwachsene. Also, weil die Kinder ja entscheiden, wir wollen das selber lösen, den Fall, weil die Polizei, die ist korrupt und die Erwachsenen glauben uns eh nicht und dann machen wir das halt selber. Also, der liest immer gerne selber Detektivgeschichten und so diese True-Crime-Serien im Fernsehen und dann denkt er, das kann ich auch. Erinnert mich gerade ein bisschen von der Schreibart, wie du es erzählst, an Wenn die Nachtigall stört. Ja. Das ist ja auch aus der Sicht des kleinen Mädchens, ja, genau. Auch sehr kulturell. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und ich habe jetzt auch schon angefangen zu lesen, weil ich es wirklich so toll fand und wie er es beschrieben hat. Und es ist auch wirklich so, dass du fängst an zu lesen und du willst weiterlesen. Das ist so, es fällt dir nicht schwer, reinzukommen. So ein einmal aufgeklappt und dann auf der ersten Seite aufgeklappt und auf der letzten erst wieder zugemacht und zwischendurch. Genau, also ich habe früher, so als ich so 16, 17 war, habe ich sehr, sehr viel über Indien gelesen. Und da war ich irgendwie so ein bisschen... war schon sehr daran interessiert und das hat mich schon auch alles immer ein bisschen mitgenommen. Und deswegen, das ist jetzt ein schöner Einstieg wieder da rein. Ja. Okay. Was ich jetzt hier auf dem Tisch noch sehe, was vom Cover so ein bisschen fast schon ähnlich ist, da ist ein Herr mit einem Zylinder von der Farbgebung her. Ja, das ist nämlich jetzt, das habe ich gerade neu entdeckt. Und das passiert einem ja Gott sei Dank als Buchhändler nicht täglich, aber doch ganz oft, dass dann eine Kundin reinkommt oder ein Kunde und sagt, das kennen Sie nicht? Wie? Das kann doch nicht sein, das müssen Sie lesen, das ist so toll. Weil es verhielt sich nämlich so, dass die Kundin sagte, ich würde gerne mal Anne of Green Gables lesen. Mhm. Und ich so bin begeistert, weil das war eins meiner Lieblingsbücher halt als Kind. Und die Anne mit ihren roten Haaren, ich habe ja keine. Nee, nicht ganz. Ja, aber die Anne war halt, als Waisenkind ist sie dann eben, das spielte in Kanada auf Prince Edward Island und sie ist als Waisenkind zwei älteren Bruder und Schwester Menschen gekommen, die sie aufgenommen haben und hat da quasi das ganze Leben umgekrempelt von allen, weil sie war unglaublich poetisch, unglaublich, sie verlor sich in allem und sie hat unglaublich gelitten, weil sie eben rote Haare hatte. Wegen Vorurteilen dann aus dem... Nein, sie fand das einfach, sie hat immer gedacht, mit kastanienbraunen Haaren würde sie viel schöner aussehen. Aber sie war unglaublich intelligent und witzig und hat allem und jedem irgendwie auch Kontra gegeben und hatte keine Angst vor den Jungs, die sie gehänselt haben und hat, ja.
das ein oder andere Abenteuer erlebt. So, und jetzt komme ich eigentlich dazu, was ich hier erzählen wollte. Ich habe ihr also Anne of Green Gables empfohlen. Das empfehle ich wirklich sehr. Das ist eine Neuausgabe. Und zwar ist das für kleinere Mädchen, für ab 8, 9. Wobei ich ehrlich bin, die erste, die es gekauft hat, war eine erwachsene Frau, die gesagt hat, oh, da kann ich wieder schwelgen in meiner Kindheit. Ah, weil es ist wirklich total süß. Es ist ganz schön illustriert. Und es ist der gleiche Stil wie die Lucy Maud, wie heißt sie? Montgomery heißt sie, die Autorin. Es ist wirklich ähnlich geschrieben. Mhm. Und man kann es wirklich schon mit 8 oder 9 wunderbar lesen. Und also so eine Richtung Mutmach-Geschichte für Groß und Klein. Ja, ja, oder Wohlfühlgeschichte auch, weil wie sie sich halt so in der Gesellschaft dann da in Kanada dann zurechtfindet, weil ja natürlich alle sagen, bist du verrückt, Marilla, du kannst doch kein Waisenkind aufnehmen. Gerade eben habe ich gelesen, dass im Nachbardorf der Waisenjunge, der aufgenommen wurde, das ganze Dorf vergiftet hat. Das kannst du doch nicht machen. Naja. Aber sie macht es trotzdem? Na, selbstverständlich nicht. Och. Das ist meine Anne. Und dann sagte jetzt die Kundin, nachdem ich ihr dann die Anne-Ausgabe als Taschenbuch dann empfohlen habe, die für Erwachsene, für Große, für jedes Alter. Was ist schon erwachsen? Mhm. Also von klein bis groß, von jung bis alt. Von 9 bis 99. Und dann sagte sie so, kennen Sie denn Lieber Daddy Longleg? Das ist bestimmt so ähnlich. Und ich sagte, Lieber Daddy Longleg? Nee, es sagt mir was. Es ist verfilmt worden mit Fred Astaire. Ah. Und dann ist es mir auch irgendwie wieder gedämmert und dann habe ich die schöne Ausgabe hier gefunden von Jean Webster. Und es ist im Prinzip ein Briefroman. Und da geht es auch um ein Waisenkind, um Waisenmädchen, um eine junge Waisenfrau, die mit 18 dann quasi wirklich nicht mehr ins Heim, im Heim bleiben darf. Und dann wird sie von einem Wohltäter quasi auf die Universität geschickt. Mhm. Und der will aber nicht erkannt bleiben, werden. Und den einzigen Lohn, den er haben möchte, ist, dass sie jede Woche oder jeden Monat einen Brief schreibt. An ihn. An ihn, einfach. Ja, und da sie ihn nie gesehen hat, beziehungsweise nur im Schattenbild von hinten, und er hatte unglaublich lange Beine, deswegen hat sie ihn Daddy Longleg genannt, weil Daddy Longleg ist der Weberknecht. Und deswegen heißt es so witzig, lieber Daddy Longleg. Und so schreibt sie ihn auch an. Und das ist so, da gehe ich ja kaputt bei sowas. Die hat das so schön geschrieben. Und so das Ganze spielt 1912 und es ist auch 1912 geschrieben worden. Und sie formuliert so schön. Sie ist so eine junge Frau, die ins Leben geworfen wird und plötzlich merkt, ich habe ja eigentlich gar nicht viel mitbekommen, weil ich ja im Waisenhaus war. Und die ganzen anderen Mädchen, die kommen alle aus reichem Haus und die haben das alles schon erlebt und irgendwas. Und die wissen, wovon sie reden und sie selber gar nicht. Und sie beobachtet das aus ihrem Waisenkind. Blick, Waisenhauskindblick, ist es so herrlich, dass, also ich habe das wirklich in einem Rausch durchgelesen und war so dankbar, dass die Frau gesagt hat, ich muss das lesen. Also ist das auch so Richtung Becoming of Age? Ja, natürlich, dieses Älterwerden, 4 Jahre ist sie dann an der Uni und wie sie sich weiterentwickelt und wie sich das dann auch auflöst. Treffen Sie sich? Das darf ich nicht verraten. Also muss ich dann doch lesen, Daddy Longleg. Ja, genau, lieber Daddy Longleg. Und da habe ich jetzt wollte ich mal was vorschlagen, genau wie die Anne of Green Gables, die eben nicht gerade ganz aktuell ist, sondern was einfach zu den Büchern gehört, die man tatsächlich kennen muss oder sollte. Und das ist vollkommen egal, wie alt man ist, ob jung oder alt oder klein. Die klassischen Bücher, die hat man doch gelesen, ne? Ja. So, was jetzt, wo ich sagen würde, das ist kein Buch, was jeder gelesen hat, was aber unglaublich spannend aussieht, das liegt hier vor mir. Ja. Vielleicht sieht man das jetzt hier mal so schön. Der Wolkensammler. Ich kann mir hinter diesem Titel überhaupt nichts vorstellen. Du musst mich jetzt mal bitte, bitte aufklären, worum es dabei geht. Das ist eine schöne neue Reihe von Rowohlt, die nennen sich Naturwunder. Gibt es auch noch als Baumsammler oder Insektensammler. Und der Wolkensammler als solcher, wenn man das... Ich musste gleich an meinen Bruder denken, weil als der klein war, hat er sich mit Wind und Wetter und Wolken ausgekannt. Und der musste nur in den Himmel gucken und das habe ich tatsächlich letztes Jahr noch mal erlebt. Da war ich sehr verblüfft. Da waren wir am Strandbad irgendwo in Hamburg und dann sagte der, guckte er so in den Himmel und wurde langsam hektisch und sagte, wir müssen einpacken. Und ich sagte, wieso denn? Das Wetter ist doch wunderschön. Wir können doch noch... Nee, da hinten sind... Cumuluswolken. Habe ich schon wieder vergessen. Und ich sage, doch, glaub mir. Und wir haben wirklich eingepackt, alle blieben noch. Und ich sage, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und ich sagte dir eins, wir waren am Auto, da fing es an zu schütten aus allen Kübeln. Und er sagte, sag ich doch. Und deswegen musste ich so lachen und an ihn denken, weil der Wolkensammler genau für solche Menschen ist.
auch für mich, weil ich dachte, vielleicht kann ich ja mal was lernen. Vielleicht kann ich ja das nächste Mal am Strandbad auch sagen. Ich glaube, so langsam sollten wir einpacken. Da hinten kommt eine Wolke, weil hier werden alle Wolken wunderbar erklärt. Auch aufgezeigt, wie sie entstehen. Es ist eine wunderbare Einleitung dabei, wie der Mensch mit dem Himmel, mit den Wolken eigentlich klargekommen ist, wie entdeckt wurde. Ach, daran kann man ja wirklich das Wetter ablesen. Und der Wolkensammler ist insofern jetzt auch ist so zu verstehen, dass ich hier drin auch noch die Möglichkeit habe, meine Beobachtungen aufzuschreiben. Ah, so also ein bisschen wie so ein kleines naturwissenschaftliches Notizheft. Genau, wie ein kleines, ja, richtig, richtig. So für alle Tüftler. Dass ich dann tatsächlich mal denken kann, ah, das habe ich hier in Hamburg letztes Jahr erlebt. Wisst ihr noch am Strand? Und dann weiß ich gleich, ach, das war diese Unterart oder Sonderform der Wolke. Schlechthin. Ja, da saßen wir bei einem romantischen Dinner unter einer sinusgeformten genau. Hochdruckwolke. Und ich liebe ja sowas, wenn man Dinge lernen kann, ohne dass man es merkt. Also man liest was und hat schon, ich meine, es betrifft ja eigentlich fast jedes Buch. Irgendwas hole ich mir ja aus allem raus. Irgendwo ist immer die Moral. Genau. Aber die ist ja meistens nicht so ein, ich sag mal, naturwissenschaftlich, wie es jetzt da klingt. Richtig, aber es ist wirklich so schön gemacht, dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass ich eine wissenschaftliche Abhandlung lese. Genau. Also das hat mir sehr gut gefallen. Insofern habe ich hier auch noch, was dann in diese Richtung passt, was unsere Welt zusammenhält. Der Tim Marshall, das ist ein Berichterstatter, der schon seit Jahren durch die Welt zieht und auch genau mit diesem Titel Die Macht der Geografie für Erwachsene schon einen großen Erfolg hatte. Ach. Und jetzt hat er das mit einem Illustratorenpaar nochmal für Kinder aufgelegt. Sie sieht von außen jetzt aus wie ein Atlas, auf den genau. ersten Blick. Letztendlich so. Ist es ja auch so. Also im Prinzip wird erklärt, warum funktioniert die Welt so, wie sie ist. Klar, dann die meisten sagen, naja gut, guck dir die Politik da an, da ist eine Demokratie, da ist Diktatur, ist doch logisch. Ja, aber warum das so ist oder warum es überhaupt dazu gekommen ist, nämlich welche Länder von Natur aus aufgrund Inselform oder wenn unglaublich viele Berge da sind oder wenn sie eingeschlossen sind von Meer und Wasser oder wenn Flüsse durchziehen. Also, und das ist wirklich so toll gemacht, dass auch wiederum nicht nur für Kleine, sondern auch für Große, dass ich jetzt mal eben nebenbei was über Krieg und Frieden und irgendwo über Europa stand eben auch was Tolles. Warum Europa so funktioniert, wie es funktioniert. Ah, dass man quasi auch so ein bisschen von den geografischen Grundlagen dann plötzlich lernt, so was hat dass Politik ich, mit dass einem dann, Berg zu tun? Richtig, dass ich reflektieren kann, ah, das hat was damit zu tun, dass die Schweiz so ist, wie sie ist oder dass Dänemark so ist, wie es ist. Und jetzt nur als Beispiel. Und das ist auch eins von diesen Büchern, wo ich jetzt denke, als jetzt Erwachsene, oh, hätte ich das mal während meiner Schulzeit gehabt, da hätte ich möglicherweise sogar Spaß gehabt, das durchzulesen und vielleicht das besser noch begriffen, als es im Lehrbuch oder vom Lehrer erklärt zu bekommen, wobei das ja auch immer drauf ankommt, wie es erklärt wird. Also nicht nur für Kinder, sondern auch für alle Mütter, die jetzt gerade beim Homeschooling der Kinder in Geografie verzweifeln. Deswegen sage ich es auch, da kann die ein oder andere Mutter oder Vater, ihr könnt dann auch mal da reinblättern und sagen, ah, vielleicht kann ich es ja so gut erklären. Ja. Klingt auf jeden Fall unglaublich, unglaublich interessant. Das legst du mir dann schon mal auf die Reservierliste. Das lege ich dir zurück, ne? Weil, genau, das kommt dann schon mal wie du weißt, du kannst immer dazu lernen. Man lernt ja immer im Leben. Genau. So, wir haben da noch was liegen. Mir sticht da gerade ganz viel Orange in den Blick, sehe ich hier gerade. Da, was haben wir denn da? Die Dunkelheit. Die Dunkelheit der Drachen. Das klingt nach Fantasy. Ist eigentlich als Kinderbuch beschrieben, also deklariert, angekündigt, beworben. Aber ich finde auch da, also ich wollte eigentlich nur reinlesen, weil wir es gerade auch bekommen haben vom Verlag. Und ich mag ja gerne auch ein bisschen Fantasy zwischendrin mal. Und das ist eine Adaption auf den Rattenfänger von Hameln. Ah. Das ist ein Nordire, der sich der Sache angetan hat und gedacht hat, naja, jetzt kann ich die Geschichte ja mal, warum waren das so? Der Rattenfänger von Hameln hat erst die Ratten alle aus Hameln rausgeholt und dann die Kinder und die sind ja dann verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ja, ich wollte gerade sagen, was hat denn jetzt der Rattenfänger mit Drachen zu tun? Weil ja, um jetzt eben in Richtung Fantasy zu kommen, Abenteuergeschichte,
hat er sich ausgedacht, dass es in einer Welt spielt, in der es auch Drachen gibt. Und der Rattenfänger von Hameln hat möglicherweise auch die Drachenkinder entführt. Das klingt jetzt so ein bisschen irre, aber es fängt damit an, die Dunkelheit der Drachen ist zum Beispiel, es ist kein Vogelschwarm, kein Schwarm der Drachen, sondern die Dunkelheit der Drachen. Also die Drachen greifen an, nämlich ein großes Burggefängnis, ein Verlies, in dem der Rattenfänger von Hameln schon seit ein paar Jahren schmachtet. Mhm. Und nebenan im Verlies sitzt unschuldig unser kleiner Held. Und bekommt das mit. Und der bekommt das natürlich mit und der flieht auch. Also der Flick ist auch ein Pfeifer, der hat das auch gelernt, ist aber aus der Schule abgehauen, weil er todunglücklich war, dass er nicht bei den Wächtern arbeiten darf, sondern in der Kriegsgarde. Und das hat ihm nicht gefallen, dass er, ja. Deswegen ist er abgehauen und ist dann aufgegriffen worden wieder von seinem Ausbilder, dem großen Pfeifer, so und so. Und deswegen ist er auch im Verlies gelandet. Und jetzt greifen die Drachen an und er ist jetzt wieder in der freien Wildbahn und muss natürlich versuchen, nicht nur seine Unschuld zu beweisen, sondern auch will ja auch gucken, was passiert, was ist denn jetzt das mit dem Rattenfänger? Wo ist denn der? Ja, genau. Und das Ganze ist spannend. Es ist teilweise auch wirklich echt ein bisschen brutal. Es ist ein bisschen Krieg dabei, so zu, ja, und dann ist es aber auch sehr, sehr witzig, sehr komisch geschrieben, es ist sehr feinhumorig, sehr feinsinnig, dass ich, habe ich ja eben schon gesagt, ich wollte eigentlich nur reinlesen, aber ich muss durchlesen, weil ich es so spannend fand und ich habe gedacht, das ist für 10-Jährige, es ist wirklich gut zum Vorlesen, abends zusammen im Bett und vorm Einschlafen oder auch nachmittags, auch wenn es manchmal ein bisschen spannend ist, aber wenn es vorgelesen wird, finde ich das super, also ab 10 auf jeden Fall, zum Selberlesen ab 12, 13 und auch wieder bis hoch. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter als 14. Also auch wieder ich fand's klasse. So ein Allrounder kann eigentlich, ist für jeden. Ja, weil es eben nicht so kindertümelnd und so, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist für Kinder geschrieben. Es ist, und das schätze ich ja sehr bei Autoren, wenn die Kinderbücher schreiben, für Kinder schreiben und es eben nicht so sofort erkennbar ist. Naja, ja. Mal ein bisschen einfacher, mal ein bisschen weniger kompliziert erklärt. Nö, da hat er keine Rücksicht drauf genommen. Und das braucht man auch nicht, weil wenn das so schön und spannend geschrieben ist wie das, gleichzeitig wirklich witzig und schöne Ideen drin. Und wenn man dann nebenbei nochmal liest, ja, was war denn der Rattenfänger? Wie geht denn das eigentlich, der Rattenfänger von Hameln? Habe ich dann nämlich auch nochmal nachgelesen. Könnte ich dir jetzt aus dem Stand gar nicht sagen. Ja, ja. Also mir war zum Beispiel nicht klar, dass er die Kinder entführt hat, dass die nie wieder aufgetaucht sind. Also das doch, ist ja doch. Heute noch... ein Rätsel. Ein kleines Rätsel, was dann vielleicht auch in dem Buch gelöst wird? Ja, es wird gelöst. Es wird gelöst, okay. Fand ich eine tolle Lösung, ja. Und ich kann sagen, dass es möglicherweise noch weitergeht. Also, wem es gefällt, der hat dann auch noch ein bisschen Futter für später. Ja. Also das könnte dir auch gefallen, weil du magst ja auch so ein bisschen Fantasy, oder? Ich bin tatsächlich sehr, sehr großer Fantasy-Fan und auch von so von Geschichten, die eben, wie jetzt hier der Hameln aufgegriffen wird und was weiter draus gemacht wird, was Eigenes, vielleicht auch ein bisschen was, ja, ganz neue Aspekte, die man gar nicht so mit der Geschichte verknüpft, reinbringt. Genau, ich finde das toll, wenn man nochmal drüber... Das ist ja so wie mit den Weihnachtsmärchen, wenn wir uns für ein Märchen entscheiden, was wir auf die Bühne bringen wollen, dass wir dann uns noch ein paar andere Sachen dazu ausdenken, weil die Geschichte selber, der Plot gar nicht reicht, um das jetzt zu füllen. Und das hat ja toll gemacht. Mhm. Ja. Das kommt auch mal mit auf den Tisch von Dingen, die dann auch in meinem Bücherregal landen. So, wir haben hier noch zwei Stück. Zwei haben gelbe. Wir noch. Und zwei gelbe. Und zwar einmal von Julia Holbe und einmal von Sarah Jäger. Mhm. Fangen wir doch mal mit der Julia Holbe an. Unsere glücklichen Tage. Das klingt nach was sehr, sehr Schönem. Ja, und ich habe es gesehen, es sind erstmal zwei Debütromane von zwei Buchhändlerinnen, beziehungsweise die beide in der Branche gearbeitet haben oder es noch tun. Das mal noch dazu. Die Julia Holbe hat geschrieben über unsere glücklichen Tage und ich hatte es damals gelesen oder beziehungsweise bekommen und habe gedacht, das will ich gleich mit nach Hause nehmen. Und das war auch wieder eins, was ich als ich Zeit hatte, im Garten oder am Wochenende. Weil sonst habe ich natürlich keine Zeit, weil ich ja auch arbeite. Aber am Wochenende habe ich es dann wirklich durchgelesen in zwei Tagen. Und das war so, das hat mich schon auch sehr berührt, weil im Prinzip geht es um das Leben, was man so vor 20 Jahren, 30 Jahren, so als wir so groß, also so, als wir so am Rande des Erwachsenen von Jugend zu
Erwachsensein oder älter werden und da, wo fängt das Erwachsensein an, wo hört es auf, also insofern. Also es geht hier um vier junge Frauen, die seit einigen Jahren ihre Sommer immer an der Atlantikküste in Frankreich verbringen. Da wird man reingeworfen in diese Sommer, in diese unglaublichen, heißen, brütend heißen Sommer mit Baden und Essen und Liegen und Schlafen. Und die lieben sich wirklich sehr, alle zusammen, sind sich sehr verbunden. Und dann muss irgendwas passiert sein, weil dann gibt es nämlich auch einen Sprung in die heutige Zeit. Da ist dann die Elsa, die Hauptrolle, die Hauptperson, 25 Jahre her. Und man merkt, die haben sich seitdem nie wieder gesehen. Seit 25 Jahren haben die weder was voneinander gehört, noch haben sich miteinander unterhalten. Und das wird dann so nach und nach immer in Rückblenden, aber ohne, dass es anstrengend ist. Einfach, es ist so leicht, dass man da so sofort reinflutscht, dass man gleich weiß, das ist jetzt wieder dahin, das ist jetzt wieder an der Atlantikküste davon dass damals. Man, und dann, dass man quasi so Stück für Stück deren glücklichen Tage erlebt, aber eben auch die nicht mehr glücklichen. Genau. Zum einen ist es wunderschön gewesen, dass ich das Gefühl hatte, oh ja, es ist wie Urlaub. Also einmal so, dass man selber diese Urlaube hatte oder so können sie wieder werden. Mhm. Und ich freue mich schon wieder drauf. Hoffentlich. Und gleichzeitig aber auch, ja, wie war es denn selber so früher, als ich so alt war in dem Alter? Wie habe ich da so meine Sommer verbracht? Und und wie ist das so, wie verliert man sich aus den Augen? Weil, dass da was passiert ist, das kriege ich dann schon nach und nach mit als Leser. Ist auch ein Mann noch im Spiel, aber das ist gar nicht mal so der Hauptgrund. Dass ich halt drüber nachdenke, was muss denn eigentlich passieren im Leben, dass man sich so aus den Augen verliert oder was wäre gewesen, wenn es ein bisschen anders ausgegangen wäre, irgendeine Sache, wo wäre ich denn da heute oder wenn ich mich anders entschieden hatte. Also da habe ich, das hat mich schon ein bisschen melancholisch gemacht, aber gleichzeitig auch, also nicht negativ, sondern... ich sag mal sowas, was einen ein bisschen zum Reflektieren einlädt, auch so ein bisschen zum Nachdenken, was... Ja, ja, dass man einfach das so wahrnimmt, das Leben und... Und das ist jetzt auch was ich verraten kann, weil es relativ schnell passiert, gleich am Anfang. Also die eine von den Vieren, die lebt nicht mehr. Und dadurch, dass es eben auch eine Figur, an der das eben auch rückgespult wird und die auch eine wichtige Figur war, warum was passiert ist. Mhm. Und wie die Elsa, die ja die Geschichte so eigentlich ins Laufen bringt, wie sie auch daran zurückdenkt, an alle einzelnen Freundinnen und also das ist sowas, was so, das ist so ein schöner... Ja, wollte gerade sagen, das ist gerade so ein richtig schöner... So und auch überhaupt nicht kitschig. Herzerwärmender. Ja, also nicht kitschig, weil da bin ich eigentlich schon ein bisschen allergisch drauf, das mag ich nicht so wirklich, das muss schon sowas Handfestes oder Herzhaftes sein, dass es mich mitnimmt und das war's. Und das natürlich auch ein bisschen, ja, romantisch, es geht ja auch ein bisschen um die Liebe und so, das hat mich schon auch berührt. Geht ja auch im Leben auch immer ein bisschen um die ja, Liebe. Ein bisschen, Kitsch darf ja sein, aber es muss im Rahmen sein. Ja, ja, dann ist das ja auch schön, wenn es im Rahmen ist. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Und eins haben wir noch, auch ein Debütroman, sagtest du gerade, von einer Buchhändlerin. Genau. Wann erwarten wir deinen Debütroman? Ach, du liebes bisschen. Ich baue mir gerade ein Gartenhäuschen. Ich sage dann immer, wenn das dann fertig ist, dann könnte es was werden. Ein kleines Refugium. Das wird dann das Buch, wie ich ein Gartenhaus baue. Ja, vielleicht wird es auch nur sowas. Ich bin ja auch sehr sachlich orientiert manchmal. Okay, so, was hast du denn da noch in der Hand? Nach vorn, nach Süden. Das ist ein klassischer Jugendroman und ein Roadmovie, auch wieder Coming of Age, wie man heutzutage so schön sagt. Ich würde jetzt spontan sowas sagen wie Chick. Genau. Und jetzt will ich gar nicht so weit sagen, dass die sich da quasi auf den Zug draufgeworfen hat. hat die sehr, sehr schön gemacht. Ich bin auch gerade mittendrin. Es fängt eigentlich im Hinterhof vom Pennymarkt an. Oh. Und im Hinterhof vom Pennymarkt, also sie schreibt sogar, manchmal muss man den Hinterhof verlassen, damit das Leben ein Abenteuer werden kann. Mhm. Und es beginnt eben im Hinterhof vom Pennymarkt. Das ist die Kiddies sind alle so zwischen 16 und 18. Es sind ja auch keine Kiddies mehr. Und einer von denen ist verschwunden.
Also schon seit ein paar Wochen. Und die fragen sich halt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem los? Wir müssten den ja mal suchen. Und die eine, um die es geht, die erzählt das aus ihrer Sicht. Die nennt sich, also sie nennt sich selber gar nicht so, sie verrät nicht, wie sie heißt, aber sie heißt bei allen anderen nur Entenarsch. Und also sie vergeben sich gegenseitig Spitznamen und das sind meistens keine Kosenamen, wie man hier gerade merkt. Aber gut, um damit dazuzugehören, dann ist es eben muss so. Das, und, halt, ne? Das ist auch eine bunte Mischung aus allen Gesellschaftsschichten, die da zusammenkommen. Aber wie gesagt, Entenarsch sagt jetzt, okay, wir wollen versuchen, Jo zu finden, der ist weg. Na, dann suchen wir ihn halt, ich habe ein Auto. Ich habe gerade Führerschein gemacht, ne, und dann machen die sich halt wirklich auf den Weg, zu viert jetzt nur, weil so viele passen nicht ins Auto, und versuchen, den Jo zu finden. Und was nebenbei passiert natürlich, das sind kleine Anwendeleien und ja, ein bisschen Liebe ist da natürlich auch, und ausprobieren, sich austesten. Und das ist schön geschrieben, weil es so... auch da wieder nicht so ist, dass ich das Gefühl habe, da hat jetzt eine Erwachsene versucht, eine Jugendsprache nachzumachen. Die, also wenn man da so rein anfängt zu lesen, dann denkt man wirklich, das ist so, es geht einem überhaupt nicht auf die Nerven. Und man hat wirklich das Gefühl, ja, kann ich mir vorstellen, die sind so, die sprechen so und die reden so. Und es ist ein schöner Stil, es ist eher so ein bisschen... so ein bisschen lockerer oder... Ja, der eine sagt zum Beispiel grundsätzlich, der antwortet nur in Halbsätzen. Und, ja, und man weiß aber sofort, was der meint. Und, also ich sag mal so, für alle Leute, die jetzt sowas mochten wie Chick oder auch, wo es mich gerade so ein bisschen dran erinnert, so Stand by Me. Genau. In dem Maße. Ist so. Es halt dieses Erwachsenwerden. Wo gehöre ich hin? Wo will ich hin? Was habe ich von meinem Leben? Oder was erwarte ich? Was meine Eltern haben? Was will ich das auch haben? Oder will ich das gerade nicht haben? Ja. Also das ist was Schönes, Rustikales, aber auch ans Herz gehendes. Ja. Ist ja auch immer so was, was einen nicht nur im Erwachsenwerden trifft, sag ich mal. Dieses Erwachsenwerden, das kann einen ja durchaus treffen, wenn man erwachsen ist. Du musst doch immer entscheiden, wo will ich ihn hin? Was will ich ihn jetzt eigentlich? Sich mal immer zu überprüfen, wäre schon ganz gut. Ja, ist schon immer mal angebracht. Manchmal in den Rückspiegel gucken und was da eigentlich drin ist. Genau, und da helfen natürlich so Bücher. Genau. Finde ich immer. Das ist immer so ein neuer Impuls. Ja. Mal neue Gedanken, neue Blickwinkel. Ja, ist und für sowas so, ne? Ist ja auch Lesen da. Ich meine, deswegen Richtig. Machen wir das ja alle, weil wir mehr dadurch über uns und auch über andere erfahren. Und ich freue mich immer über jeden, der weiß, was er gerne liest, der einfach beherzt dort zugreift und sagt, das interessiert mich jetzt, das will ich lesen. Und ja klar, es kommen dann halt auch Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust oder keine Idee, mich damit auseinanderzusetzen, was kann ich denn mal lesen? Wenn man dann natürlich die Rückmeldung bekommt und sagt, ach, das war super. Aber klar, es kann auch mal in die Hose gehen, dass ich jetzt keinen guten, also jetzt keinen guten Tipp oder den passenden Tipp hatte, aber dann ist es das nächste Mal wieder da. Und, viele wollen ja was entdecken durchs Lesen. Gibt ja auch sehr, sehr viele Blickwinkel in andere Geschichten, die man dadurch einfach lernt. Also das ist wirklich ein buntes Sammelsurium, deswegen habe ich es jetzt auch mal ausgesucht. Und da sind jetzt keine reinen Frauenbücher, also ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt einem Mann empfehlen, Unsere glücklichen Tage, aber vielleicht auch gerade, damit er mal was Neues kennenlernt. Und das Jugendbuch ist genauso für Erwachsene zu lesen, die 5 Freunde sind wirklich eher für Erwachsene als für Kinder. Und ja. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall jetzt, was wir als nächstes in der Quarantäne tun müssen. Lesen. Und zwar, genau, wir machen doch eine kleine Challenge draus. Was denkst du, wie lange geht die Quarantäne? Noch ein paar Wochen? Naja, bestimmt. Wer es bis dahin schafft, all diese Bücher gelesen zu haben? Ja, der kriegt ein schönes... Der kriegt nochmal was zum Lesen von mir. Ja. Derjenige muss aber von jedem Buch eine kleine Kritik geschrieben haben. Die muss nicht negativ sein. Die kann auch positiv sein. Wer weiß, vielleicht wird sie aufs nächste auch Buch nur gedruckt. Ja, genau. Gut, ja. Johanna, dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst. Danke auch. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Sendung und hocken uns in unser Leseeckchen. Ja. Und stecken mal die Nase zwischen die Blätter. Viel Vergnügen. Ja. Bis dahin, wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund und nehmen Sie mal wieder ein Buch in die Hand. Tschüss. Das ist eine gute Lektion, die kann man heute mitnehmen, oder? Tschüss.